Hi und willkommen zurück zu Inazuma 11.3. Team Ogre greift an. Wir spielen heute gegen Amerika. In diesem Sinne, let's go. Bist du bereit, Mark? Das sind wir. Sie haben heute zum Spiel in der Gruppe A zwischen Unicorn und Inazuma Japan eingeschaltet. Die japanische Mannschaft hat bereits eins ihrer Spiele verloren. Und wenn sie heute nicht gewinnen, wird es richtig, richtig schwer werden. Und deswegen müssen wir gewinnen. Unbedingt. Levin, freust du dich schon auf das Spiel? Aber sicher doch, Maxter. Schließlich stellt das amerikanische Team einige der besten Spieler des Turniers. Ja. Mark Krüger, ihr Kapitän, ist ein turnangebender Mittelfeldspieler der alten Schule. Er ist der Stratege des Teams. Dann haben wir dann noch Eric Eagle, den Mittelfeldmagier. Ein Spieler, der bei den US-Profiteams großes Interesse weckt. Außerdem steht Dylan Keats im Aufgebot, das Stürmer-Ass, auch bekannt als die Torfabrik. Bobby Shearer steht wie ein Monolith in der Verteidigung. Wir sind gespannt, ob Japan gegen dieses Team bestehen kann, das halb aus Japanern besteht, lol. Vor allem wie immer nur die amerikanischen Spieler gelobt werden und wir so, ja. Moin, wir sind auch noch da. Mark, ich wollte, es geht um Eric. Was gibt's denn, Sylvia? Was ist mit Eric? Es ist so. So's. Ach nichts, vergiss es. Viel Glück am Spiel. Alles klar, los geht's. Sylvia, bitte, sprich's laut aus, Mann. Was soll ich bloß tun? Nun. Frag mich das nicht. Auf diese Frage musst du selbst eine Antwort finden, Fräulein. Na gut. Das schwerste Spiel des Spiels zu diesem Zeitpunkt. Und zwar gegen die Empire aus Amerika. Im Flammenstadion. Nee, nicht die Empire. Unicorn. Entschuldigen Sie. Ich glaube, Empire kam aus Argentinien oder so. Ja. Unicorn ist das Team. Natürlich. Die Einhörner, wie man es aus Amerika kennt. Nicht die Frittenbude oder die Burgerläden. Oder nicht Obama. Nein, Unicorn. Finde ich gut. Oder Trump. Ich denke, Trump hat diese Mannschaft garantiert, ja, mitfinanziert. Lol. Amerika. Zur einen Hälfte erfolgsgerannt, zur anderen Hälfte Don Juan wie Donald Trump. Lol. So, ich denke mal, da wir gleich wahrscheinlich voll auf die Fresse... Fuck. Ich habe im letzten Mal vergessen, die Techniken den Leuten beizubringen. Nein. Oh, kann ich es nochmal irgendwie beibringen? Geht das? Irgendwie Techniken beibringen. Na, es geht leider nicht. Schade. Ich hätte mal ganz gerne irgendwelche Techniken beigebracht. Wir müssen so durchkommen. Wer ist denn gerade in der Aufstellung drin? Sharp ist draußen. Kevin ist auch draußen. Und gut, das ist an sich ja nicht schlecht. Können wir irgendwen anders ersetzen? Ja, was macht der hier drin? Der hat ja gar nichts verloren hier. Was ist bei dir denn los? Soos. Lol. Ich sage, ich packe Nathan nach unten rechts. Er tut mir leid. Aber ich muss es tun. Jetzt noch irgendeinen starken... Ja, komm. Stonewall vielleicht? Ja. So, dann haben wir unser Team jetzt ein bisschen aufgebessert. Let's go, Alter. Auch wenn ich, wie gesagt, ich glaube, es wird so sein, wir werden gleich den Ball abgenommen bekommen und dann kriegen wir ein Gegentor. Und das ist doch bisher in jedem Spiel so gewesen, oder nicht? In jedem Spiel gab es bisher den Moment, dass uns direkt nach Anstoß der Ball weggenommen worden ist. Und ich denke, das wird auch jetzt gleich passieren. Deswegen, ja. Ha, Kinderkram, mein Ball. Was habe ich gesagt? Wow, Eric ist aus dem Nichts aufgetaucht und hat sich den Ball geschnappt. Wie bei allen anderen Spielen auch. Hey, so ist es also, Eric. Haha, na dann mach dich auf was gefasst. Oh, und er kann durchrennen, natürlich. Also höchstwahrscheinlich kann er das, ne? So, was machen wir? Den Kehrseitling? Scheiße. Aber er verschwendet TP. Er verschwendet TP. Jetzt müssen wir hoffen, dass hier noch ein Spieler ist. Let's go! So, Saugstauber, let's go. Yes! Cool. Gut, wir müssen natürlich bedenken, dass
Wie heißt der Gute nochmal? Ich hab's voll vergessen! Jetzt ein paar TP verloren, aber diese TP, die waren wichtig investiert. Die waren gut investiert. Deswegen würde ich sagen, auf geht's, Jungs! Die Feuerwelle. Komm, wir hauen direkt auf die Kacke. Wir machen direkt ernst und schießen das erste Tor. In diesem Sinne, let's go! Feuerwelle mit Krabbe und ohne Maskeleuro. Na, ob der gehalten wird? Oh, bitte nicht. Aufwärtshaken. Na, ob der stark genug klingt? Nein, der ist drin. 1-0 für uns. Ding, 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 ding. Nicht nachlassen jetzt. Okay, komm, weiter, weiter, weiter. Wir müssen aufheilen, wir müssen aufheilen. Und zwar über diese Funktion. Gehen wir mal hier auf Menü. Gehen wir auf Inventar hinein. Und laden nochmal hier ordentlich was auf. So, und zwar Hyperriegel für Axel. Ach genau, hier, Archer. So hieß der gute, lol. Perfekt. So, wir lassen aber erstmal Archer. Ich denke, der kann ja noch einmal den Saugstabber machen, oder nicht? Einmal geht noch, Alter. Einmal geht noch. Dann wollen wir mal. So, direkt grätschen. Ich kann sowieso nichts anderes machen. Dann verschwendet ruhig ein paar TP. Hat mit jedem Spieler jetzt irgendwie gucken, dass wir den Ball streitig machen. Was? Saß. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den bekommen. Okay, dann wieder ab nach vorne. Das 2-0. Nein. Vorbereiten. Durchbrecher 2. Hoffentlich gibt das kein Foul, Alter. Hoffentlich hat das kein Foul gegeben. Ich danke dir. So, ab nach vorne, Jungs. Nein! Wo war das denn abseits? Wo war das denn abseits? Wir waren doch die einzigen Spieler vorne. Ich dachte, wir hätten das abseits aufgehoben. Na gut. Ja, natürlich gegen den muss... Also gegen Krüger natürlich ein Fehlschlag. Das ist ganz klar, ne? Okay, Ikarus. Kid Ikarus. Ja, genau, Alter. Kid Ikarus uprising sein Vater. Ha, ein Foul, lol. So, wir setzen natürlich einiges nach vorne. Das T soll nicht verschoben werden. Excel soll verschoben werden. Dankeschön. So. Aber hier durch die Mitte zu kommen ist nicht leicht. Deswegen, ich muss so handeln. Einer von beiden wird wohl den Ball bekommen. So, nochmal der Durchbrecher. Aber der wird sowieso nicht klappen. Doch, ach mal Krüger, hast du schon so aufgegeben oder was? Tja, bitteschön, du Sau. Ja, fuck. Jetzt ist natürlich vorbei. Gegen den einen. Rambock. Fuck, ey. Oh, die heiße Phase, ja? Na dann macht mal. Ihr Schweine. Ventose, let's go! Tja, hat euch leider nichts gebracht. Komm, jetzt aber ab nach vorne hier. Es kann nicht sein, dass wir nur mit einem knappen 1-0 am Führen sind. Da muss mehr her. Wo war das denn abseits, Mann? Okay, ich merke schon, die stehen tief. Tief wie Sau. Selbstverständlich ein Fehlschlag. Darf ja nicht fehlen, ne? Ist klar, ne? Frage ist jetzt, schafft was noch einmal nach vorne? Einmal sollte er noch gehen, oder was? Das leckt mich bei deinem Scheiß abseits, Alter. Jetzt machen wir wieder Feierabend hier. Let's go. Die nächste Feuerwelle, Mann. Woo!
So lasst uns auf die Kacke hauen. Nice. 2-0. Wichtige Punktzahl. Ich denke, das gewinnen wir gegen Ende hin. Aber leicht wird's nicht. Und ich habe gerade eben auf den Bildschirm gedrückt, es wurde nicht gezählt. Obwohl da noch das Skip-Zeichen war, das Wiederholungszeichen. Ich merke schon, Spiel, ich merke schon. Ja, aber vor der vor Halbzeitende nochmal schnell die klare Führung eingeleitet. Perfekt. So muss das sein. Okay, ich würde sagen, wir nutzen die restliche Zeit immer zum Heulen. Mensch. Also nicht zum Heulen, sondern zum Heilen. Jetzt wird ja ganz klar, ne? Der Riegel auf Axel. So sieht's aus. Und dann Nudeln auf. Irgendwer war gerade extrem schwach unterwegs. Ah, hier, genau, Caleb. Der bekommt die Nudeln reingepfiffen und so. Und jetzt war es das mit dem Heilen leider. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir dann bald auswechseln. Oh, heißt fast vorbei. Oh. Okay. Jo, wir sind auf dem Weg zum Sieg. Keine Panik, Leute. Wir haben noch genug Zeit. Was kommt jetzt? Warte, Mark. Jetzt kommt bestimmt sowas. Wir müssen verlieren, weil... Es tut mir so leid, aber... Ich kann es nicht mehr zurückhalten. Es ist zu viel für mich. Ich muss gehen. Entschuldige. Was ist los, Silvia? Warte, wieso weinst du denn? Gestern habe ich mich mit Bobby unterhalten. Er hat mir von Eric erzählt. Mark, Eric ist... Er ist... Herr Sylvia, ich glaube, Eric hat es dir bereits gesagt, dass er ein Profi wird und so. Sei ehrlich zu mir. Hast du es ihm abgekauft? Hä, was meinst du? Was abgekauft? Sylvia, das war nicht die Wahrheit. Er hat dich angelogen. Ich meine, es stimmt schon, dass ihn einige Jugendmannschaften unter Vertrag nehmen wollten würden, aber er kann nicht beitreten. Nicht beitreten? Warum? Weißt du, Eric hat sich damals nie ganz von seinem Unfall erholt. Du meinst den Verkehrsunfall, in den er verwickelt war? Er hat es kurz nach dem Turnierstart erfahren. Er ist immer noch verletzt. Je länger er wartet, desto schwieriger wird die Operation. Aber worauf wartet er denn? Er sollte sich sofort operieren lassen. Das Problem dabei ist, dass er vielleicht nie wieder Fußball spielen kann, wenn die Operation nicht gut verläuft. Ich habe ihm schon gesagt, dass es Wahnsinn ist, das Spiel zu machen. Aber er wollte nicht zuhören. Er will gegen Mark spielen. Sie sagen, dass die Erfolgsaussichten ziemlich gering sind. Das hier könnte seine letzte Chance sein, zu spielen. Das will er nicht allein durchstehen. Darum will er dich dabei haben, Sylvia, an seiner Seite. Das ist schrecklich. Nein! Sylvia! Das könnte Erics letztes Spiel sein. Mark? Mark, weinst du? Tut mir leid, Sylvia. Aber ich... Aber das ändert gar nichts. Ich werde ihn nicht schonen und ich werde das Spiel auch nicht absagen. Wenn das Erics letztes Spiel wird, dann will ich ihm einen würdigen Abschied verschaffen. Ich werde alles geben. Ja. So werde ich? Nein, so werden wir ihm zeigen, wie viel uns an seiner Freundschaft liegt. Ja. Aber Mark. Da wird uns mehr an der Freundschaft liegen, als Eric an seiner Gesundheit. LOL. Na gut. Ist schon ein Treffer irgendwie. Er hat sich entschieden. Er will spielen und es hat keinen Sinn, ihn aufhalten zu wollen.
Entschieden? Wen interessiert das? Was, wenn er nie wieder Fußball spielen kann? Ich habe Eric versprochen, dass wir bis zu unserem Lebensende zusammen Fußball spielen werden, aber jetzt, wir... Wenn du nicht bereit bist, in solch einem Spiel 100% zu geben, dann bist du kein echter Fußballer. Meinst du nicht auch, dass Eric dasselbe sagen würde? Ich weiß, was du meinst. Es ist nur... Ach, Sylvia. Mark, ich schätze mich glücklich, dich getroffen zu haben. Durch dich wurde ich zu der Person, die ich bin. In diesem Spiel werde ich alles auf eine Karte setzen. Ich werde meine letzten Energiereserven anzapfen. Das ist meine Chance, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen und der Welt zu zeigen, wer Eric Eagle wirklich war. Ja, jemand, der dumm genug ist, Fußball einer Operation vorzuziehen. Keine Frage, du hast deine Entscheidung getroffen. Und so breitet Eric Eagle seine Schwingungen aus und schwingt sich zum letzten Mal in luftige Höhen auf. Ziemlich passend, schätze ich. Ha, sieht so aus, als ob er richtig in Fahrt kommt. Lol. In Osuma, Japan wird uns das Spiel nicht kampflos überlassen. Seid ihr bereit? Wir müssen eine Schippe drauflegen, wenn wir eine Mannschaft mit Mark Evans besiegen wollen. Auf geht's! Das ist Musik in meinen Ohren. Lasst uns eine zweite Halbzeit spielen, die in die Geschichte eingehen wird. Lol. Let's go. Nummer 2. Ja, der Touchpad ist bereit, Mann. Er war nie bereiter. Hör auf. Lass die Scheiße. So, was machen wir jetzt? Wir lassen Axel oben, weil wir wollen natürlich das 3-0 schießen, lol. Caleb haben wir gerade eben geheilt. Der kommt noch einmal drauf. Ansonsten... Scott wechseln wir aus. Kann ich mir auch ansehen, ob hier irgendwer Techniken drauf hat. Was hat er drauf? Illusionsball. Das ist ja schon mal an sich ganz okay. Deswegen würde ich sagen, wechseln wir Banyan durch ihn aus. Und sonst sind alle an sich ganz fit. Weitermachen, Soldaten. Lass knacken. Krüger, Dylan. Dylan, auf geht's. Na klar, den anderen wird noch hören und sehen vergehen. Gewittersturm. Ihr seid aber ordentliche Gewitterziegen hier, ne? Und jetzt? Ah, unsere Verteidigung lässt zu viele Bälle durch. Macht euch bereit. Furnace Wolf! Fenris Wolf. L2 übertreibt direkt. Ja, das wird Mark nicht halten können. Das ist ein Gegentor, das ist ganz klar. Ja. Gut, da kriegt man skriptmäßig ein Gegentor reingeballert. Okay. Nein! Juhu, tolle Arbeit, Jungs. Was für ein Tor. Eric, jetzt sehr gut. Du bist ja schweißüberströmt. Mark, wir werden dieses Spiel auf keinen Fall verlieren. Hast du das verstanden? Das werden wir noch sehen. Deinen nächsten Schuss halte ich sicher, Eric. Mach dich darauf gefasst. Du meine Güte, so aufgebracht habe ich Mark und Eric ja noch nie gesehen. So, der Puma kommt rein. Was für ein Lauch. So, ich hoffe, wir kriegen den Ball jetzt wieder nicht skriptmäßig irgendwie abgenommen. Kann ich auch mal so eine Technik benutzen jetzt hier? Oder wie sieht's aus? Hallo? Gut, dann eben nicht. Was jetzt? Ach so, ich wollte gerade sagen. Irgendein Scheiß-Skript oder was hier? Ja, Bobby, du bist ja echt eine krasse Nummer, wenn du hier den Ball nicht aufhalten kannst. LOL! Los, Axel, Brudes! Nein! So, noch einmal brauche ich deinen Defensivstreich. Wobei, der wird ja nicht passieren, wegen der seinen Ikorus macht. Ja, ja, komm, ist okay. Ich wette, der wird auch gleich ausgewechselt. Bla, bla, haben wir schon alles gesehen. Weg mit dir, du Schmuck! Ich hätte doch einfach dribbeln können. Oh, das war so dumm von mir. Fuck. Weil wir hätten ja nicht gewusst, ob seine Technik... Punkte! Wenn das jetzt ab... Ich schwöre, ich hätte dein Leben gefickt, wenn das abseits gewesen wäre, ne? Heilige Scheiße. So, wird Zeit.
Feuerwelle. Warum kann ich das nicht skippen? Das kann man eigentlich skippen. Jetzt gerade kann ich es nicht skippen. Warum kann ich es nicht skippen? Hallo? Heißt es, dass der Ball nicht reingehen wird? Der wird reingehen. Normalerweise kann man aber Torschüsse skippen. Was soll das? Das macht keinen Sinn. So ein Müll. So, 3-1. So, die 2-Punkte-Führung ist wieder reingeholt und das durch ein Triple von Axel. Ein Hattrick. Perfekt. So. Jetzt noch ganz schnell auswechseln. Wir packen uns Frost rein. Ich will wissen, was er. Ich will sehen, was er drauf hat. Ich meine, er hat zwar ein bisschen Schusskraft eingebüßt, aber passt schon. Weiter geht's. Weiter geht's. Und jetzt kommen wir in die heiße Phase, meine lieben Jungs. So. Na. Ich grätsch einfach mal nur rein, ne? Weil. Ich will mir die Technikpunkte für später aufsparen, wenn sie überhaupt nötig sind. So, Kane. Mach mal hier einen ordentlichen Wahlkampf hier. Dankeschön. Jetzt zeigst du dem Burschen mal, wo der Hammer hängt, nicht? Ein schöner nordischer Wal. Ein schöner Buggel. Buggelwal. Ja, den haben wir wohl weggebuggelt, ne? Das war noch nicht alles. Igel, ich nehme dich aus dem Spiel. Was? Ist das die Ernst Trainer? Sie wechseln Eric aus? Dabei waren wir doch so kurz davor, einen weiteren großartigen Angriff zu starten. Bitte lassen Sie mich weiterspielen, Trainer. Bitte! Hör mal zu, mein Junge. Du verausgabst dich viel zu sehr. Du musst ja völlig erschöpft sein. Nein, mir geht's gut. Ich kann wirklich noch weiterspielen. Das ist kein normales Spiel. Ich will bis zum Abpfiff auf dem Platz stehen. Nein, ich kann doch nicht... Ich habe die Verantwortung, meine Spieler zu schützen. Du wirst ausgewechselt. Ende der Diskussion. Trainer ist deswegen, Sie wissen schon, Erics Verletzung. Ha. Ich zähle auf euch, Leute. Eric! Abgefuckt. Das Spiel ist noch nicht vorbei, aber ich kann nur noch von der Seitenlinie aus zusehen. Ist das wirklich das Ende meiner Fußballkarriere? Wenn das wirklich schon alles sein soll, wie ist es meine Liebe zum Fußball immer noch nicht erloschen? Eric steht vielleicht nicht mehr auf dem Platz, aber er ist ein Teil von ihm. Oder, aber ein Teil von ihm ist immer noch hier. Ich werde dich nicht enttäuschen, Eric. Das ist nicht gut. So soll es nicht enden. Ich will doch nur Fußball spielen. Tja, lol, das war's wohl mit dir, lol. So, mal von der Fan aus drauf geschossen. Mit dem ewigen Eiswind, Version 2, wobei... Hä? Ich habe auf das Blitzsymbol gedrückt, was mich zu weiteren Fähigkeiten führt. Und das wurde gerade eben gar nicht gegönnt. Warum auch immer. So, mal gucken, ob der reingeht. Der geht rein, es hat gereicht, okay. Trotzdem, ich habe auf das Blitzsymbol gedrückt. Ich habe aufs Blitzsymbol gedrückt und nicht auf das Wolfsgeheul. Vielen Dank dafür, Touchscreen, ne? Komm schon, ist okay. So, 4-1. Das provisorische 4-Tor-System ist wieder auf Trocken am Start, meine Fräuleins. Lol. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Also Hobbs muss auf jeden Fall Dribblingsattacken lernen und Verteidigungsattacken. Das ist ganz klar. Oh, leider nicht stark genug. Leider nicht stark genug, aber der Kampf ist gewonnen. Ja, genau. Du Sau. Okay, jetzt roll die hier durch. Bevor wir mal ein Tor schießen. Ich kann euch sagen. Verdammten Schweine. Nicht mit mir. So, komm. Reflektorschlag, ob der reicht. Technisch sind wir auf jeden Fall besser versiert als er, aber wir werden sehen.
Der Tri-Pegasus. Ob da der Deflektorschlag ausreicht? Ich denke ja beinahe nicht. Mal sehen. Der hat ausgereicht. Ich glaube, ich schätze ihn einfach viel zu schwach ein, als er eigentlich ist. Für gar nicht mal so übel. Wow, toller Schuss, lol. Bleh. So, wir lassen die Zeit rumspielen und dann ist vorbei. Sehr gut. Wir haben auf Zeit gespielt. Sehr schön. Und damit ist es ein sehr verdientes 4:1 unsererseits. Wir sind weiter. Also wir sind punktemäßig weitergekommen. Um 3 Punkte. Ob es auch für die Endrunde reicht, das wird sich zeigen. Was für ein Sieg. Ach Mensch, ich kann gar nicht glauben, dass wir verloren haben. Tja, mit 60:40 ist es ja aber auch kein Wunder, ne? Und den Torschüssen und den Techniken. Wobei, ihr habt mehr Techniken, aber... Tja, ihr habt trotzdem verloren. Lol. So, wie sieht's aus? Na, nicht mehr so viele Level-Ups hier. Seitens Kevin 1, Frost, Stoutberg und Banyan. Cool. Mark, du hast es die ganze Zeit gewusst, oder? Die Verletzung meine ich. Ich wusste es. Ich konnte es in deinem Gesicht sehen. Auch nach deiner Auswechslung habe ich deine Präsenz gespürt. Es war, als hättest du immer noch auf dem Platz gestanden. Ich dachte die ganze Zeit über, dass ich gegen dich spielen würde. Mark. Als ich auf der Bank saß, konnte ich nur daran denken, wie sehr ich Fußball spielen wollte. Ich habe es tief in mir gespürt. Eric. Mach dir keine Sorgen um mich, Mark. Ich gebe nicht auf. Ich werde wieder Fußball spielen. Du wirst schon sehen. Wow, Eric. Du hast recht. Du wirst wieder spielen, das weiß ich. Und wir werden auf dich warten. Alles klar, Mark. Wir werden uns sehen. Wir werden wieder Fußball spielen, und zwar zusammen. Das heißt, er geht doch nicht nach Amerika, sondern bleibt in Japan? Eric. Tut mir leid, Sylvia. Ich wollte dir keine Sorgen bereiten. Schon in Ordnung, Eric. Ich bin froh, dass du wusstest, dass du auf mich zählen kannst. Wir sind schließlich beste Freunde. Du warst großartig. Ich habe dich noch nie so vor spielen sehen. Nein. Es gibt nur einen Eric Eagle. Es gibt nur einen Eric Eagle. Nur ein Eric Eagle. Das ist doch ein umgeformtes Karnevalslied. Oder Fußballlied von wegen Rudi Völler. Eagle vor, Eagle vor. Er ist unser Held, mit nur einem Schuss rettet er die Welt. Yo, yo. Es gibt nur einen Rudi Völler. Ich meine Eric Eagle. Hört sich an, als ob dein Fanclub mitgereist wäre, Eric. Was brauchst du denn so lange, Eric? Alle warten nur auf dich. Von jetzt an wirst du als der Phönix bekannt sein. Ein Phönix kommt immer wieder zurück. So wird's auch bei dir sein. Lol. Bobby, Krüger, Dylan, ich weiß nicht, was ich... Ach, Eric. Nach der Operation musst du versprechen, nie wieder so eine Sache vor deinen Kameraden geheim zu halten. Verstanden? Solange ich Fußball spiele, werde ich kein Ziel haben. Dieser Phönix hier wird nicht aufhören zu fliegen, bis er die Spitze erreicht hat. Außerdem habe ich ein Versprechen gegeben, das ich halten muss, Sylvia. Ich werde dich zu meinem Debüt als Profifußballer einladen. Ich werde da sein. Das ist ja süß. Welch ein exquisites Duell. Wenn wir gegeneinander antreten, Paolo, wird es gleichermaßen ehrenlos werden, lol. Sì, certamente, natürlich. Hoffen wir es doch mal. Mark, wenn dich die Leute spielen sehen, sind sie erfüllt von Leidenschaft. Und diese Leidenschaft fühle ich auch. Du bist unglaublich. Wir werden wohl im nächsten Spiel nicht auf Eric Eagle treffen. Schade, ich hätte so gerne gegen ihn gespielt. Aber Assi es la vida. Assi gibt es immer wieder. Mark.
Uns bleibt nur noch ein Spiel in der Gruppenphase. Wenn wir das gewinnen, kommen wir in die K.O.-Runde. Mark, Trainer Travis, ich habe schlechte Neuigkeiten. Das Krankenhaus hat sich gerade gemeldet wegen Camellia. Ihr Zustand hat sich verschlimmert. Sie fragt nach uns. Was? Nein. Was ist mit Cammy? Trainer Travis, wir müssen sofort ins Krankenhaus. Im nächsten Part. Macht's gut. Haut rein. Ciao. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wenn ihr mehr von Inazuma Eleven 3 sehen wollt und ihr habt diesen Kanal bisher noch nicht abonniert, dann tut das, damit ihr nämlich nichts mehr von diesem wunderschönen Spiel verpasst.